Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Guardians. Wir machen mal weiter. Schönen guten Abend, Master Luck. So, beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen im Valley of the Dead herumgetrieben. Und auch, ja, so ein bisschen. Also wir haben Valley of the Dead gemacht. Wir haben den Rest von Gem Mines gemacht. Hier haben wir auch alle Secrets gefunden. Dann haben wir kurz in die Howie Mountain Caves geguckt. Aber nicht wirklich. Also in erster Linie war es der Rest von Gem Mines und dann Valley of the Dead. Und im Valley of the Dead haben sich einige Fragezeichen angesammelt. Okay, die relativ offensichtlich sind. Secrets haben wir 3 gefunden und mehr als 3 gibt es auch nicht. Das Interessanteste ist, dass wir den Forge freigeschaltet haben. Hier in Dings. Hier. In Living Rock. Und ich habe nach langer Überlegung auch tatsächlich schon etwas enchanted, nämlich den Diviner's Cloak, der jetzt zusätzliche plus 20% Health Regeneration und zusätzliche plus 20% Energy Regeneration hat. Das Ganze hat uns eine Enchanting Scroll, ein Red Gem und eine ganze Menge Mudward gekostet. Was Mudward? Black Moss gekostet. Ich hatte auch noch überlegt, ob ich nicht lieber das Ding hier enchante, weil wir das ja wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels behalten werden. Und wenn man einen Red Gem investiert, dann soll das ja auch was Dauerhaftes sein. Allerdings ist das ein Ding, was wahrscheinlich eher bei Lizzie bleiben wird. Und den Cloak, den ich denke ich mal auch bis zum Ende des Spiels behalten werde, weil die, also auch ohne das Enchanting, dieses plus 20%, das ist schon ziemlich gut. Den würde ich dann eventuell zwischen den Charakteren hin und her wechseln, die Energy Regeneration brauchen. Also eventuell easy bar. Aber die meiste Zeit wird das ja eh unser Magier brauchen. Leider hat es nicht gereicht, die ganzen Rüstungsteile mit Evasion zu enchanten, weil wir nicht genug Pale Nuts dafür haben. Wer hätte gedacht, dass man diese blöden Dinger auch noch für was anderes braucht, als um Essen herzustellen. Das heißt, das habe ich erstmal nach hinten geschoben. Vielleicht machen wir das auch, weil das würde 1, 2, 3, 4, 5, das würde 30 Pale Nuts kosten und wir haben im Moment, nee, gar nicht wahr, 20 und wir haben im Moment nur 14 oder so, oder 13. Und halt auch nochmal 5 Green Gems, allerdings wahrscheinlich wird das nicht der beste Armor sein, Light Armor, den wir im Spiel finden. Es gibt zumindest noch das Mirror Set, also würde ich mal behaupten. Und das, vielleicht mache ich das Enchanten auch erst mit dem Mirror Set, nur mal gucken. Ich bin danach noch ein bisschen durch die Gegend gelaufen und habe mal geguckt, ob ich in den anderen Leveln, wo uns noch Secret fehlen, eventuell welche finde. Das ist mir nicht gelungen. Was ist hier los? Die habe ich da aufgemacht. Die kann noch. Okay, die checken wir nochmal. Das müssen wir nochmal checken. Secrets habe ich keine gefunden. Allerdings noch ein paar Kleinigkeiten. Nämlich, was haben wir aufgeschrieben? Wir haben noch Spices gefunden und ein Stück Ore, weil noch ein Teil, ein Feld zu Mining, also wo Mining ging, das ich übersehen hatte und das habe ich auch noch gemacht. Dann war ich auch noch in Redlington, habe ein paar Waffen verkauft und, ach ja, das Ding haben wir auch noch gefunden im
im Forgotten Gods Shrine. Das ist ein bisschen spät, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das hätten wir, glaube ich, für das Rätsel mal brauchen müssen, aber jetzt brauchen wir es nicht mehr. Was habe ich noch gemacht? Ich habe auch noch ein bisschen im Casino gegambelt, weil wir so viele Steine haben und so viele Skulls und so viel Käse und nichts davon brauchen. Und zwar, um eine Liste zu erstellen, was wir alles so erspielen können. Die ist jetzt relativ umfangreich geworden, mit dem Ergebnis, dass ich drei Cheese-Stücke und ein paar Steine investiert habe. Das hat noch ein paar Blank Scrolls gegeben und ein Green Gem, das war der Hauptgewinn. Alles in allem und auch eine Pale Nut, das war auch ganz schön, allerdings reicht das bei weitem noch nie aus. Ja. Ja, was die Prozentzahl des. Also, wenn die normal. Ne, wenn wir jetzt mal wissenschaftlich daran gehen, dann würde ich sagen, die normale natürliche Regeneration, die von Willpower abhängt, ist immer 100%. Dann, ne, würde ich sagen, ist es. Was eine naheliegende Annahme ist, dann geht es einfach halt nur prozentual schneller. Das heißt, wenn wir, und der Effekt wird umso kleiner, je mehr Willpower wir haben. Hier ist übrigens der Forge. Und hier lesen wir, was wir alles machen können. Es ist. Ich meine, da immer 20%, also explizit Prozent steht, gehe ich davon aus, dass es tatsächlich prozentualer Wert ist. Ich meine, es muss nichts heißen. Also Computerspielentwickler werfen ja gerne mal Prozent und Prozentpunkte durcheinander. Und also, was heißt nicht nur Computerspielentwickler, jedermann. Und deswegen, vielleicht meinen sie damit auch was anderes, aber ich gehe erstmal davon aus. Ich habe es mal so grob überschlägig getestet. Es geht ein Tucken schneller. Aber das kann auch ein bisschen Einbildung sein. Zumindest fühlt es sich schneller an und das muss für den Anfang reichen. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder zurück zum Valley of the Dead, beziehungsweise in die Catacombs, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir haben auch noch eine ganze Menge Level gewonnen und inzwischen bin ich schon wieder an dem Punkt, wo ich nicht mehr so recht weiß, worin ich die Punkte investieren muss. Unser Farmer ist inzwischen Level 18. Wahrscheinlich werde ich der Earth 4 geben, weil das dann noch zwei weitere Zauber freischaltet, nämlich Mars Shield und Stone to Flesh. Aber wir Stone to Flash noch nicht wirklich gebraucht haben. Aber im Moment kann das erstmal so bleiben. Ich weiß. So. Lichthammer. Wo wollen wir? Da können wir nicht runter. Wir müssen da also runter. So, na, dann wollen wir mal schauen. Also, weiter als diesen allerersten Raum sind wir nicht gekommen. Natürlich. Nee. Pöks, es bringt nichts, wenn du auf dem Stuhl ein Stück zurückrutschst. Das muss. Du kannst nicht wirklich der Giftwolke hier in der realen Welt ausweichen. Das müssen schon deine Charaktere machen. Ah, Knopf. Schön. Habe ich es wieder anders gemacht? Mal gucken, ob ich es auch in diesem Video oder in diesem Stream schaffe, jedes Mal den falschen der beiden Säcke von Easybar aufzumachen. Wenn ich also an die Gems will, mache ich den Potion-Sack auf und wenn ich an die Potions will, mache ich den Gem-Sack auf. Da bin ich sehr konsistent, das gelingt mir eigentlich jedes Mal. So, Knopf hat das aufgemacht, sonst irgendwas. Mit
kostbares Wormwood. Okay. Knopf. Ich sollte mal häufiger speichern. Es sieht mir nach einer Falle aus. Hoffe ich. Okay, ihr seid beide dran. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir uns auch ein bisschen Zeit lassen. Stunt ist wirklich eine wunderbare Sache. So, ist jetzt Ruhe im Karton hier? Okay, das fängt ja gut an, gleich in den ersten 10 Minuten den ersten Hinterhalt. Okay, hier haben wir ein Altar, da war irgendwas drauf. Was war da drauf? Das sind alles die falschen Tasten. Plux, konzentriere dich ein bisschen. Brass Key. So, wir hatten ja schon Poisonbombs, okay. Lockpicks, okay, Poisonbombs kriegst du. Heavy Armor nicht besonders gut. Das ist Rotten, das kann unser Farmer kriegen. Und hier haben wir einen Pfeil. Okay. War ein bisschen knausrig, liebes Spiel. Okay, das macht die Tür wieder auf. So, und dann würde ich mal vermuten, dass wir hier das gleiche machen können. Habe ich die? Ich hoffe, ich habe die mitgenommen. Ah, okay. Mehr Löcker-Stuff, das ist sehr schön. Ja, für dich ist weiterhin das Reset besser. Die Löcker-Geschichte ist wirklich nur für Diebe gut. Beziehungsweise, wenn ich nicht in Light Armor schon so viel, oder in Armor so viel investiert hätte. Ja, falscher Beutel, wie üblich. Okay, die Dinger sind weg und ein zweites Mal passiert da nichts, ne? Ja. Okay. Brauchen wir hier eventuell den Brass Key? Ja, sieht so aus. Okay, da haben wir ja schon eins von den 10 Secrets gefunden. Das gefällt mir nicht da. Gibt es auch noch ein oberes Level?
Okay. Da sehe ich ein Power Gem. Hier irgendwo. Eine Menge Türen, die zu sind. Hebel. Und wozu habe ich jetzt das hier aufgemacht? Das muss da irgendeinen Grund haben. Ja, da ist eine Brücke. Okay. Haben wir eine andere Möglichkeit? Ja, haben wir. Hier brauchen wir einen Schlüssel, da brauchen wir keinen Schlüssel, da brauchen wir einen Schlüssel, da brauchen wir einen Schlüssel. Also haben wir noch... Okay, wir haben noch eine ganze Menge Möglichkeiten, anderweitig hier in das Dungeon zu kommen. Gehen wir doch mal zuerst... Wo kommen wir dann da... Gott, das wäre eine... Oh Gott, hier brauchen wir einen Shortcut, aber sowas von dringend. Wir können hier lang, hier lang. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hin. Nope. Erst hier rüber, dann runter. Ist ja alles vergammelt hier. Das, kann man nicht schnell genug weg. Na komm. Purify Air wäre mal ein schöner Zauber. Aber den gibt es nur in Wizardry. Mehr Poison Bombs. Knopf. Da war noch einer. Ja, ich sehe dich. Ach, come on. Okay. Noch ein Knopf. Wo sind wir überhaupt? Okay, okay, okay. Oh, oh, okay. Das ist eine Art von Shortcut. Nicht wirklich nützlicher, aber immerhin. Gut. Ornate Key klingt wichtig. Blank Scroll klingt nützlich. Okay. Können wir hier... Unsere bisherige Erfahrung sagt, hier dürfte nichts passieren.
Und dieses Dungeon hat offensichtlich auch gerne versteckte Knöpfe, wie wir gesehen haben. Also immer schön auf Wände achten. So, aber das... Ah, das hat uns Ornate Key gebracht. Damit können wir wahrscheinlich da oben eine der Türen aufmachen. Okay, wo würde das denn hinführen? Das würde da hinführen. Das klingt schon mal interessant. Das ist allerdings relativ weit weg, obwohl es recht nah dran ist. Also das haben wir gemacht. Jetzt könnten wir hier hin. Gucken wir erstmal in die Sachen, wo wir keinen Schlüssel für brauchen. Das heißt, da unten. Achso, die Gräber müssten wir eigentlich auch noch alle aufgraben. Wie sich das gehört für anständige Abenteurer. Aber damit warten wir noch einen Moment. Erstmal gucken. Okay, das Konzept scheint immer das gleiche zu sein. Wir kommen in so einem Raum raus, mit einem Knopf, mit ein paar Dingern hier. Noch ein Knopf? Nee. What the fuck? Okay. Ja, das haben wir auch schon irgendwann mal gemacht, ne? Man kann diese Dinger hochklettern, okay. Oh, mehr Lurker-Stuff, sehr gut. Potion of Wisdom ist für dich und Gem ist für dich. Okay, konnte man das sehen? Ja, das konnte man sehen. Okay, immer auch mal Augen nach oben. Unterscheiden sich die Vines irgendwie? Hm, sind ein bisschen zahlreicher. Was machen? Auch kein Knopf. Auch kein Knopf, weil da würde ich einen verstecken, wenn ich richtig hinterfotzig wäre. Okay. Das sieht mir auch schon alles wieder sehr hinterhältig aus hier. Ah, hallo. Na. Macht man noch nicht. Okay. Aufregend, eine Torch. Da ist natürlich nichts drin.
Recipe. Master Alchemy. Oh, wow. Blood Drop in Falcon's Guy. Moment, ich hätte schwören können, ich habe alles ausprobiert. Blood Drop. Falcon's Guy. Yep. Aber wir offensichtlich nicht, okay. Dann können wir jetzt also diese Potions hier von der aus der Tasche hier rausnehmen. Die ist also nicht wahnsinnig wertvoll. Ich hatte nämlich zwischendurch schon vermutet, dass es die vielleicht einfach in selbstherstellbarer Form nicht gibt, weil Gründe. Das ist... Okay, schreiben wir gleich mal auf. Und zwar in meine Liste. Das ist alles in Ordnung hier. Benefarm. Blood Drop. Falcon. Und das ist halt. Das ist nicht allzu teuer. Okay. Aber wir brauchen Mastery dafür. Und schönen guten Abend, Cleotra. Das ist auf jeden Fall ganz hilfreich. Das. Für den Fall, dass es vergesse. Ist noch ein Knopf. Okay, jetzt hat er endlich mal was kaputt gemacht, ohne selber... Okay. Noch ein Knopf. Noch ein Knopf. Oh Gott, das ist... Okay. Definitiv hier. Ich kann nicht wirklich sagen anhand des Geräusches, ob es aufgeht oder zugeht, aber was auch immer, es müsste jetzt eigentlich auf sein. Okay. Na gut. Das ist offensichtlich. Mehr von euch. Eigentlich sollte ich dafür meine Muni nicht verballern, aber wir haben ja leider nichts Wiederverwertbares in diesem Sinne.
Also normale Türen gibt es hier überhaupt nicht mehr. Das sind jetzt alles. Geheimtüren. Ah, hier ist es. Okay, hier unten waren wir schon. Oder nee, hier unten waren wir schon. Okay, nicht verwunderlich, gibt es hier noch mehr Gänge. Wir müssen ja auch noch einige finden, damit wir zum Power Gem kommen. Da können wir was rüberwerfen. Ist hier ein Pressure Plate? Sehe ich da nicht. Weil wir können da doch nicht durchwerfen durch das Ding, oder? Wozu haben wir das hier aufgemacht? Das werden wir wahrscheinlich aufmachen müssen und dann können wir hierher zurück. Okay. Interessant. Okay. Und ein Secret war es nicht, also... Okay, hier ist was. Hier auch noch Knöpfe. Naja, ich höre den Power Gem. Das ist gut. Okay, ich sehe schon, dieses Level wird massiv versuchen, mich zu verwirren. Hier hin. Okay, hier hat sich aber nicht wirklich was getan. Das hat also... Ah, wir haben einen weiteren Ornate Key bekommen. Okay, es war also nicht völlig nutzlos. Hier hingucken. Am
Anfangsraum fehlt es da noch mehr. Irgendwie muss ich ja noch dahin kommen können. Das ist der Knopf. Wir haben ihn auf jeden Fall gedrückt und dann nochmal gedrückt und dann nochmal gedrückt. Das heißt, was auch immer, also wenn er etwas aufgemacht hat, was vorher zu war, dann müsste das jetzt auf jeden Fall auf sein. Also wenn wir hier irgendwie hinkommen von einer anderen Richtung, müssten wir es sehen. Also, das haben wir auch erledigt. Dann nochmal hier hin, bevor wir die Keys benutzen. Wo würde das hinführen? Okay. Rüber. Komme ich nicht durch, ne. Also hier rein, da durch. Was wir schon mal machen können, ist... Das funktioniert, ne? Wie langsam ist das denn? Ich könnte ruhig ein bisschen schneller fliegen. Also hier rüber. Das Ding kann einen ja auch. Wenn wir es hinlegen, dann dürften wir ja davon nicht getroffen werden. Richtig. Und es funktioniert. Gut. Also nicht reinwerfen, sondern reinlegen. Ah ja, die Gräber. Ja, so viel zu tun hier. Darüber, da hoch, damit es... Okay, was haben wir hier? Disease, na komm. Was essen. Ah, das war vielleicht eine doofe Idee. Weil ich nicht weiß, wie wir hier wieder rauskommen.
Nee, zu spät. Also ich denke, in nicht allzu langer Zeit werde ich anfangen, dir rohe Insekten zum Essen zu geben, weil davon haben wir so viele und wir haben so wenig Spices und Zutaten, um daraus was Richtiges zu machen. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du diseased wirst und das können wir ja relativ schnell beheben. Und ansonsten kann ich dir auch noch, wenn du dadurch dann noch mehr Level kriegst, dann auch noch Athletics 2 geben. Any food without negative consequence. Sieht nur so aus. Also es geht nicht bei allen, die so aussehen. Das Hochklettern. Gut zu wissen. Hier ist ein Knopf. Okay. Machen wir uns mal erst unseren Rückweg klar hier. Du siehst, es ist nur Health Regeneration, ne? Ja. Na, lass mich raten, ihr beide steht gleich auf. Nee, es kommen Spinnen. Haben wir jetzt nicht gerechnet. Sieht nicht so aus. Wo seid ihr gekommen? Ah, von hier, wa? Ah, ja. Ah, ja. Lightning Bombs. Healing Potion. Okay. Nee. Du hast die. Schauen wir mal. Hasse Knöpfe, die keine offensichtliche Funktion zeigen. Nice. Mhm. Hm.
Mhm. Also haben wir quasi Alternative. So, eine Ahnung. Was dieser Knopf hier machen kann. Oh. Vor allem macht das nur einmal. Mal gucken, ob wir das rauskriegen. Hier aussieht. So, das ist alles zu. Hier kann ja auch nichts sein. Es könnte hier vielleicht was passiert sein. Ich hasse Mystery Buttons. Okay, wie kommen wir da hin? Da. Okay. Okay, dann würde ich sagen, drücken wir den Knopf erstmal noch nicht, bevor wir nicht alles erkundet haben, damit wir dann vergleichen können. Ich meine, wenn eine Wand aufgeht, dann würden wir es hören. Er muss also irgendwo was anderes machen.
Aber wir haben ja auch noch bei weitem nicht alles erkundet. Deswegen würde ich sagen, machen wir das erstmal. Wir hätten ja schon viel früher die Ornate Keys benutzen können. Das heißt, oder es ist zu vermuten, dass das auch eher das letzte... ja, weil es ziemlich lange dauert, bis man da überhaupt hin kann. Also wird das vermutlich nicht das erste gewesen sein, was man macht. Ich würde sagen, gucken wir zuerst hier hin. Das klingt ja herzallerliebst. Ah, ich nehme an, das ist das Krematorium. Schnell genug bin und dran denke, könnte ich das wechseln, wenn wir es brauchen, aber so schnell werde ich wahrscheinlich nicht sein. Du hast einen Tattered Cloak, du hast was Besseres, du hast den Murder Cloak, du hast einen Tattered Cloak, du hast einen Tattered Cloak, ja, relativ schwach ausgerüstet. Was Cloaks angeht. Und in meiner total konsistenten mal Englisch, mal Deutsch Beschriftung. So, da mal schauen. Vielleicht besser Eis hier. Okay. Fackel? Really? Ich meine, gut, klar, wenn man den Zauber nicht hat, ist eine Fackel viel wert. Oder vielleicht, wenn man ohne Magier spielt? Okay, na, dann wollen wir mal was krematumieren. Das ist, glaube ich, der Fachbegriff. Oh! Ich sehe dich. Ach, come on, ich war schon weg.
traue der Sache hier nicht. Okay, hier ist nichts drin. Shortcut zu einem Teil, wo wir eigentlich schon hätten sein können, vermute ich mal. Und einmal mal wieder nach oben gucken, nicht, dass ich wieder sowas übersehe. Wie hier zum Beispiel. Ne, ist eine Decke drüber, okay. Noch mehr Ohr. Da ist ein Knopf. Oh Gott, so viele Knöpfe. Zumindest eine offensichtliche Funktion. Können wir das hier runternehmen? Nee. Die Wand ist wahrscheinlich aufgegangen, ne? Und, Moment, habe ich das Ding gedrückt? Ja, das Ding habe ich gedrückt. Ja, die Wand ist wahrscheinlich aufgegangen. Das war kein Secret? Hm.